Na ihr Rallies, willkommen zurück zu Pokémon Rubin Randomized Nuzlocke. Yeah! Geil! Wir haben es beim letzten Mal geschafft, wir haben den letzten Arenaleiter besiegt und wir besitzen jetzt alle 8 Orden der Hönnregion. Was vor allen Dingen auch zur Folge hat, dass wir diesen super verglitschten TMV im Bildschirm benutzen dürfen und die VM-Kaskade einem Pokémon beibringen können. Das Problem an dieser Stelle ist leider, dass nur Tabaluga das erlernen kann. Was machen wir da? Tabaluga hat nämlich schon einen Haufen gute Wasserattacken. Der braucht nicht unbedingt noch eine. Wobei Kaskade nicht besonders schlecht ist, das muss man dazu sagen. Kaskade ist eine Wasserattacke, die ein Schadenslevel von 80 hat und Surfer dagegen hat ein Schadenslevel von irgendwie 95. Also man könnte sich überlegen, ob man den Surfer nicht zu Kugelblitz rüberschiebt und dafür Tabaluga Kaskade beibringt. Wenn man mal so drüber nachdenkt. Der könnte dafür Riechsalz vergessen. Das ist nicht so eine spannende Attacke eigentlich. Ja, das machen wir doch. Gut, beschlossen und verkündet. Wir fliegen zum Attackenverlerner nach Segersub City und bringen unserem Tabaluga Kaskade bei, während unser Raikou Surfer erlernt. Genau. Danach habe ich mir folgende Sachen überlegt. Also es gibt gar nicht mal so wahnsinnig viele Orte in Hönn, wo man wirklich die VM-Kaskade. Warte mal, das hier war das Inselhotel. Ich glaube, ich bin hier falsch, ne? Das ist das Hotel, richtig? Richtig, falsch. Grasmotel. Na, von mir aus auch das. Auf jeden Fall irgend so eine billige Absteige. Eine billige Absteige ist das nämlich. So. Die Frage ist, wo wohnt dann der Attackenverlierer? Das hier ist irgendein Fanclub, glaube ich, ne? Genau. Und dann ist das Haus des Attackenverlierers. Das ist ein Wunderbärchen. Der nimmt auch kein Geld, glaube ich, dafür. Der braucht nichts. Der macht das einfach. Ja, ich bin der Attackenverlerner. Möchtest du? Ja, ich möchte. Ja, ich will. Tabaluga soll seinen Surfer vergessen lernen. Vergessen. Ja. Blip, 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 blip. Das klappt doch perfekt. Tabaluga hat Surfer komplett vergessen. Tja, Tabaluga, es war mir eine Ehre, auf deinem Rücken zu gleiten durch die Meere, aber was du jetzt tun musst, ist mich in Zukunft den Wasserfall hinauftragen. Genau. Okay, es gibt mehrere Orte, wo man die VM-Kaskade wirklich verwenden kann im Spiel. Einer davon ist natürlich der, wofür es primär da ist, nämlich die Wasserfälle vor Prachtbully City zu erklimmen, um in Richtung Siegesstraße aufzubrechen. Das möchte ich gleich ganz kurz machen, aber ich möchte noch nicht in die Siegesstraße hineingehen. Einfach weil ich noch ein paar andere Dinge vorher erledigen möchte. Finde ich, ist eine sinnvolle Maßnahme. Aber ich mache das schon mal, damit wir später nach Prachtbully City hinfliegen können, was bisher noch nicht möglich ist. Dann müssen wir nämlich nicht mehr diese ewige Surfstrecke zurücklegen. Hier, Kaskade 80-100 ist okay. Also es ist keine besonders schlechte Attacke. Interessant ist allerdings, dass Surfer schlichtweg besser ist. Es hat dieselbe Anzahl an AP, dieselbe Genauigkeit, aber 15 Punkte mehr im Bereich der Stärke. Aber, naja, gut, Tabaluga hat trotzdem noch die besten Attacken, muss man auch mal sagen. Joa, so ist es. Obwohl, vielleicht gehe ich sogar kurz in die Siegesstraße hinein. Einfach, weil ich noch gerne wüsste, ich glaube, bin jetzt durcheinander. Jetzt bin ich durcheinander. Jetzt müssen wir erst einmal nach Moosbach City fliegen und uns dann den Weg in Richtung Prachtbully City gönnen. Das ist klar. LG Wilhelm. Aber was noch nicht so klar ist, ist, was ich danach mache. Eigentlich hatte ich mir jetzt fest vorgenommen, in die Meteorfälle zu gehen. Kann ich ja jetzt mal vorweg sagen. Da gibt es noch ein bisschen was zu entdecken. Es gibt zwar keine Pokémon mehr, die ich fangen dürfte oder sowas, aber das ist etwas, was ich in diesem Let's Play auf jeden Fall noch vorhabe. Und warum denn dann nicht, liebe Leute, warum denn dann nicht mal das jetzt schon machen? Nach den Top 4 bin ich wahrscheinlich schon so gebeutelt von dem Spiel, dass ich das gar nicht mehr machen möchte, sodass ich das lieber jetzt mache, wo ich gerade noch guten Mutes bin. Aber ich möchte mich auch langsam entscheiden, welches Team ich zu den Top 4 mitnehmen möchte. Und dafür möchte ich wirklich alle Informationen haben, die ich haben kann. Das bedeutet für mich, ich möchte tatsächlich es schaffen, alle Pokémon, die ich bis dahin fangen dürfte, zu fangen. So, hier ist besagter Wasserfall. Und wir setzen Kaskade ein und Tabaluga, der alte Drache, trägt mich hinauf. Guter Mann. Guter Mann. Und jetzt sind wir hier.
dem Pracht-Buddy-City, das Paradies der Blumen, des Meeres und der Pokémon. Pokémon-Programm. Die Pokémon-Liga triffst du kurz hinter der Siegesstraße. Wenn du schon so weit gekommen bist, musst du einfach weitergehen. Die lange und qualvolle Siegesstraße. Es ist fast so, als würde man sein ganzes Leben noch einmal erleben. Glaube an deine Pokémon und gib dein Bestes. Mach ich, Kerle, aber jetzt hole ich erstmal meine uralte schlaue Liste zu Rate. Und, Gott, die ist schon richtig verwatzt, diese Liste. Ich dürfte noch Pokémon fangen in Baumhausen City, aber das ist irgendwie irrelevant, weil da könnte man nur ein Pokémon tauschen, glaube ich, gegen ein anderes. Und ich habe keine Ahnung mehr, welches ich bräuchte, das muss ich mal nachschauen. Andere Möglichkeiten, in Prachtpoly City Pokémon zu fangen, gibt es nicht. Dann darf ich noch fangen in Baumhausen City gibt es keine andere Möglichkeiten. In Prachtpoly City darf ich noch fangen, da kann ich jetzt zum Beispiel hier vor der Tür ein bisschen angeln gehen. Im Himmelsturm, aber was will ich im Himmelsturm? Da komme ich erst nach den Top 4 hin. Und natürlich in der Siegesstraße selber. Und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, bevor ich jetzt Richtung Meteorfälle mich auf den Weg mache, möchte ich die beiden Pokémon, die zumindest hier in dieser Stadt zu fangen sind, also beziehungsweise in dieser der Nähe dieser Stadt zu fangen sind, schon mal fangen, damit ich wirklich weiß, was Sache ist. Also einmal hier. Hier denke ich, dürfte ich angeln, um an ein Pokémon zu kommen. Ich hoffe, es gibt überhaupt welche. Das habe ich jetzt nicht kontrolliert. Habe ich auch Pokébälle? Das wäre auch noch wichtig. Ah, ich habe ein paar. Ach, Kinder, das muss schon laufen jetzt. Das muss jetzt einfach laufen. Zur Not ist meine Box ja auch nicht komplett leer. Hat etwas angebissen. Ja, Jungs... Es ist entkommen. Ja, Leute, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Was soll die Scheiße hier? 5-mal muss ich drücken, um am Ende es doch nicht zu kriegen. Irgendwo. So, machen wir es nochmal, den ganzen Spaß. Jetzt haben wir es am Haken. So, was hat denn da sich jetzt so gesträubt? Ein Nebulak. Hatten wir nicht schon mal einen Nebulak in diesem Spiel? Ich glaube, ja. Müsste mal nachschauen. Jetzt können wir das mit Kaskade wahrscheinlich nur schwächen, oder? Ich hoffe mal, dass ich es nicht direkt besiege. Scheiße! So viel zu Nebulak. Hatte ich denn jetzt schon eins? Ich hatte irgendwie im Hinterkopf, dass ich schon mal einen Nebulak gefangen habe. Aber ich sehe es gerade nicht auf meiner schlauen Liste. Wahrscheinlich doch falsch zu liegen. Nebulak habe ich nicht gefangen. Okay, also Nebulak ist besiegt worden. Traurig aber war. War vielleicht auch nicht das Intelligenteste von mir. Einfach mein stärkstes Pokémon eine nicht ganz schlechte Attacke einsetzen zu lassen, um es zu fangen. Okay, damit verringert sich natürlich die Menge der Auswahlmöglichkeiten nochmal weiter. Jetzt kriegen wir nämlich nur noch das Pokémon, das in der Siegesstraße ist. Das hier ist die Sie betreten die Siegesstraße. Ja, ich betrete sie nur ganz kurz. Versprochen. Ich bin gleich wieder weg. Ist mir hier viel zu gruselig. Okay, was kriegen wir hier nochmal vor den Lenz geschleudert? Ein Nidorina, Level 36, sportlich. Könnte man sich durchaus überlegen zu trainieren. Ich setze mal Fußkick ein, das wird es doch hoffentlich nicht besiegen. Okay, so wenig Schwächen ist jetzt auch nicht ganz im Sinn des Erfinders. Was ist mit Aufruhr? Macht das zu viel Schaden? Das Problem bei Aufruhr ist, ich kann es nicht so richtig unterbinden. Oh. Oh ja, paralysier mich, Nidorina, du bist großartig. Dadurch bekomme ich dich eventuell nur in eine Gegebenheit gebracht, dass du geschwächt bist, aber nicht direkt zusammenklappst. Aber irgendwie hat Nidorina auch schon wieder nur Schrottattacken. Okay, Donnerwelle ist ganz okay, aber sonst... So, die Schwächung ist okay. Nein! Wieso denn nochmal? Ich dachte immer... Okay, so viel zu dem Thema. Nidorina ist auch gestorben. Ich glaube, mein Sack platzt. Na gut, dann müssen wir uns also mit dem zufrieden geben, was wir haben. Ach, ist der dämlich. Ist wirklich dämlich, Leute. Das nervt mich gerade ein bisschen. Das Nebula konnte ich ja noch... Also ich konnte eigentlich beides verkraften, weil ich keine wirklichen...
Pokémon brauche im Moment, aber trotzdem, das war nicht ganz mein Plan. Ich meine, ich kann noch mal kurz nach nee, das machen wir jetzt nicht. Himmelsturm und Baumhausen City sind, glaube ich, keine Orte, die für mich noch relevant sind. Schade. Deswegen fliegen wir schon mal jetzt nach Metaross City, so heißt die Stadt, und begeben uns in Richtung der Meteorfälle. Ich wollte hier eigentlich am Anfang des Parts schon hin, hab's jetzt ein bisschen herausgezögert. Naja, gut, ist halt so. Ich hoffe mal, ich brauche keine dummen VMs oder TMs in den Meteorfällen, weil ich habe jetzt aus purer Blödheit den Aquaman nicht mit reingenommen ins Team. Hätte ich eigentlich mal machen sollen. Naja, werden wir gleich sehen. Wenn ich da was brauche, muss ich halt nochmal zurückfahren. Dann war das so ein richtiger Null-Erfolgspart. Da sind die Meteorfälle. Erinnert ihr euch noch daran, wie wir hier waren? Das ist schon ewig, ewig lange her. Achso, da musste ich ja surfen jetzt. Das ist wirklich ewig her. Okay, das hier ist mir eigentlich ziemlich egal, dieses Ponita. Es ist auch nicht so, dass ich hier in den Meteorfällen noch was fangen dürfte, obwohl es im hinteren Abteil ja durchaus Pokémon gibt, die ich noch nicht gesehen habe. Aber das ist ein Areal, das heißt, ich werde jetzt nicht versuchen, da jetzt irgendeine Begründung zu finden, warum ich hier doch was fangen dürfte. Liegt hier was? Das sah aber ein bisschen so aus, als hätte hier was gelegen. So eine Insel, auf der man landen kann, ist doch öfter mal ein Ort, wo was liegt, aber nein. In diesem Falle nicht. In diesem Fall ist es einfach nur Schrott. Dann nehme ich noch 30 cm, hat er sich bewegt, der Peter, und trifft auf einen Ninjaturm. Hui. Ein Ninjaturm. Das aber vermutlich. Oh, die Wurffähigkeit Wunderwache sogar hat. Das ist natürlich unschön. Was war Ninjaturm? Geistkäfer? Das hilft alles nicht. Ach, das ist mir jetzt zu dämlich. Wunderwache besagte ja, für alle, die es schon wieder vergessen haben, dass Attacken, die nicht sehr effektiv sind, mit nichts ausrichten. Nur blöderweise hat Ninjaturm nur ein KP, deswegen ist es nicht besonders stark. Das heißt nämlich, sobald eine sehr effektive Attacke vorkommt, ist es kaputt. Aber es ist trotzdem ein interessantes Konzept. Ich weiß nicht, ob die später nochmal so interessante Pokémon gemacht haben, weil ich die späteren Generationen, wenn überhaupt, dann nur sehr halbherzig gespielt habe. Aber trotzdem ist es interessant. Ein Rotticall auf Level 33. Seht ihr, das wäre jetzt halt sowas, was man hier jetzt noch hätte fangen können, wenn ich die Regel geändert hätte. Aber habe ich nicht. Außerdem hatte ich auch schon mal ein Rotticall, nämlich die Dürris. Brauchen auch nicht unbedingt zweimal das gleiche Pokémon in diesem Let's Play. Ich frage mich, was hier jetzt überhaupt noch groß passiert in den Meteorfällen. Ist da irgendwas? Also normalerweise kann man halt hier noch Drachen-Pokémon fangen, die man sonst im Spiel nicht bekommt. Was immerhin etwas ist. Das ist schon interessant. Kommt man hier irgendwie weiter hier oben? Auch nicht wirklich. Okay, das heißt, wir können. Oh Leute, so dauert es ja 100 Jahre. Ist gut jetzt. Ist hier noch ein Item? Nee, auch nicht. Dann gehen wir da durch. Meteorfälle. Ist hier jetzt mal was in der Ecke? Auch nicht. Okay. Ich muss sagen, dass ich die Meteorfälle kaum in Erinnerung habe, weil man da. Ich bin da zwar schon mal gewesen irgendwann, als ich das Spiel früher gespielt habe, aber es ist jetzt nicht so ein Ort, den man lange betritt. Okay, da ist ein Doppelkampf offenbar. Da ist ein Haufen Käfer mehr. Und der hat Memento Mori eingesetzt und sich selber besiegt. Von mir aus. Gut, machen wir den Doppelkampf, oder? Macho Salad und. Ja, komm. Wir sind seit 50 Jahren glücklich verheiratet. Das Band, das uns verbindet, kann niemand durchtrennen. Das ist ja sehr romantisch. Ich hoffe nur, dass ich euch jetzt nicht, wenn ich euch besiege, gegeneinander aufbringe und euer Band durchtrenne, Urs und Efi, Vati und Nebulak. Naja, das ist halb so wild. Das ist halb so wild, da passiert ja gar nichts. Da kann man ja einfach mal. Ja, ist gut. Jetzt haben alle Bedroher. Eisstrahl. Und hier Schlitzer. Okay, das dauert jetzt ein bisschen. Ach, Hitzewelle geht auf beide, das wusste ich gar nicht. Dann hätte ich es ja noch ein bisschen schneller machen können. So, erledigt. Alle kriegen Erfahrungspunkte. Oh weh, wir haben verloren, mein Lieber. Ja, dann ist doch schön, wenn ihr euch jetzt nicht deswegen streitet.
50 Jahre verheiratet. Immer wenn wir uneinig sind, entscheiden wir es mit einem Pokémon-Kampf. Das ist eine gute Idee. Wir sind seit 50 Jahren glücklich verheiratet und denk mal, ich habe es noch nie geschafft, meine Frau zu besiegen. Tja, das ist bitter. Und noch einer. Dort trainieren wir Drachenbesitzer. Auch der Champ kommt manchmal vorbei. Verstehst du nun, dass dies hier ein besonderer Ort ist? Ja, Alphons, du bist aber kein Drachenbesitzer, denn alles, was du hast, ist ein Spaghetti-Monster. Matchester versucht, Heilung zu erlernen. Heilung ist einfach nur eine Attacke, die heilt, nehme ich an. Kuriert Vergiftungen, Paralyse und Verbrennung. Oh. Dafür gibt's auch einen Hyperheiler. Macht das Gleiche. Ich will es nicht erlernen. Ach Gott. Diese doppelte Verneinung an der Stelle hat mich schon immer fertig gemacht. So, Fußkick. Und erledigt ist er. Ah, ich hätte nicht gedacht, dass du so stark bist. Ja, du hast ja auch keine Drachen. Der Weg vor mir ist lang und beschwerlich. Wann werden meine Pokémon dich zum Besten gehören? Wenn du so weitermachst, gar nicht. So, da waren wir doch gerade, wo ich jetzt bin, oder? Ah, ne, hier, diese Leiter ist neu. Da konnte ich bisher noch nicht hin. Ah ja, jetzt bin ich hier. Das hatten wir auch gerade schon mal. Ich will sie ja nur einmal ganz erkunden. Die Meteorfälle. Ist das jetzt diese besagte Höhle, glaube ich, wo man, wie hieß das? Kindwurm, glaube ich, dieses Drachen-Pokémon fangen kann, das man sonst nirgends fangen kann. Oder bin ich hier noch falsch? Doch, genau. Hier findet man normalerweise dann auch noch die TM-Drachenklaue. Ich habe jetzt die TM... Verfolgung zum zweiten Mal gefunden. Ganz toll. Drachenklaue wäre mir ehrlich gesagt lieber gewesen. Ah, man kann nicht alles haben. Und Kindwurm wurde ersetzt durch Bisasam. Good old Bisasam. Hätte ich auch genommen. Bestes Pokémon. So, ist hier unten noch was? Ja, da ist noch ein Ausgang. Ah, hier geht's noch an einen grünen Schal. Ich glaube, hier legt normalerweise auch nochmal eine TM oder sowas. Ein grüner Schal ist natürlich nicht ganz so sinnvoll wie eine TM. Den Klugheitswert für einen Wettbewerb zu erhöhen, ist zwar mal ganz nett, wenn wir doch nochmal irgendwann einen Wettbewerb machen. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht dran, dass wir das noch tun, weil so spannend sind diese Wettbewerbe ehrlich gesagt nicht. So, was fehlt? Gibt es noch etwas in dieser Höhle, das wir noch erkunden müssen? Oder sind wir schon durch? Ist hier unten, das könnte noch sein, dass hier unten noch irgendwas ist. Ja, da waren wir noch nicht. Hier ist noch eine Leiter, genau. Hier liegt noch TM 48. Könnte auch sein, dass das die TM war, auf die ich mich bezog. Auf jeden Fall gibt es in, oh, jetzt kommt noch was. Wegen mir. Ja. Machen wir dich noch kurz platt. Auf jeden Fall gibt es in den Meteorfällen zwei Items. Zwei TMs. Okay, TM 48. Haben wir die schon gehabt oder ist das mal was Neues? Ich bin gespannt. TM 48 ist mega sauber. Yes! Das ist was, was ich auf jeden Fall gewollt habe, was ich auf jeden Fall gebraucht habe. Damit können wir auf jeden Fall Macho Salad irgendwann mal in die richtige Richtung bringen. Ich habe keine Fluchtseile, das heißt, ich muss jetzt den Heimweg ohne Fluchtseil antreten. Na gut, kriegen wir hin, oder? Ich bin übrigens nicht ganz sicher, ob die TMs gerandomized sind. Also die TMs, natürlich, die Inhalte der TMs sind gerandomized. Und ich hatte bisher auch den Eindruck, dass die Items, also was ich finde, gerandomized ist. Das ist auf jeden Fall der Fall. Nur, ich wundere mich ein bisschen, dass ich jetzt hier genau zwei TMs in den Meteorfällen gefunden habe, wo auch sonst zwei TMs sind. Da vielleicht ist das jetzt auch einfach ein komischer Zufall. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht genau weiß, wie dieser Randomizer funktioniert. Boah, schwer vergiftet. Frechheit. Wenn wir jetzt Heilung gelernt hätten vorhin. Wäre das was anderes. Oh, mir fällt gerade ein, dass die Taktik, dass ich immer meine Pokémon erst entwickle, also erst Attacken lernen lasse und dann entwickle, dass die sogar ziemlich gut ist, weil dadurch, dass Macho Celle zum Beispiel eigentlich auf Level 41 dieselbe Attacke erlernt hätte wie auf Level 39, aber dadurch, dass die gerandomized sind, lernt er zwei verschiedene Attacken, das heißt, es ist sogar eine Lernstufe mehr. Das ist mir vorher noch gar nicht so bewusst gewesen, aber das ist tatsächlich auch nochmal etwas, was mir durchaus hilft. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt gerade verständlich gemacht habe, aber das ist definitiv sehr nützlich. Na gut, das hätten wir erledigt. Die Meteorfälle waren ganz nett, haben wir sie mal gesehen. Reicht dann auch für jetzt. Haben wir gemacht, war okay, aber reicht dann jetzt.
stehe halt eher so auf geilen Rap. Ich springe ins Poké-Center und beende den Part. Beim nächsten Mal habe ich noch eine Kleinigkeit mit euch vor, bevor wir dann Richtung Siegesstraße gehen. Ich hoffe, ihr freut mich darauf genauso sehr wie ich. Also darauf, dass wir was vorhaben und dann in die Siegesstraße gehen, dass die Action nochmal losgeht und wir dann irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft die Top 4 machen. Ich freue mich auf jeden Fall darüber. Wenn euch das Video gefallen hat, der kleine Ausflug zu den Meteoranfällen, seid so lieb, seid so gut, seid so nett. Lasst mir einen netten Kommentar dabei oder auch eine positive Bewertung. Ich bin raus, wir sehen uns morgen. Macht's gut und bis dahin, euer Scully, der Rallye.